So, Friends, der Marcello meldet sich mal wieder zum neuen Vlog. Also, Stand der Dinge. Ich habe Urlaub. Nein, doch. Zusammen mit der netten Dame. Wir haben uns überlegt, ein kleines Projekt mal zu starten heute. Und wir möchten gerne mal diese Wand heute, wie man sehen kann, die Wand von der Ecke bis da hinten die Ecke, da wo die Balkontür anfängt, sag ich mal, wollen wir die Wand streichen. Da wollen wir so ein Muster machen an der Wand, so geometrische Muster, so Dreiecke und schieß mich tot, Trapezdinger und Pektogramme und Aktogramme und Parallelogramme. Spasti. Und dafür haben wir auch Farben hier. Haben wir alles besorgt, drei verschiedene Farben. Einmal so ein, Das jetzt erstmal alles wegschieben, alles verrücken. Ganze Möbel müssen weg, Fernseher muss weg. Und dann wollen wir auch mal losstarten. Mal schauen, wie das heute wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir heute fertig werden. Und ich gehe auch davon aus, dass es wirklich echt nice aussehen wird. Also, bis gleich. Wie man sehen kann, haben die nette Dame und ich jetzt hier überall Muster dran gemacht. Dreiecke, Trapeze, Bleistifte. Und jetzt machen wir noch hier überall Folie dran hier unten. Und dann können wir auch loslegen mit Farbe. Freunde, Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. So sieht schon mal die Wand aus. Wir haben da ganz hinten. Die nette Dame ist jetzt mit Grau dran. Muss sagen, hat was Geiles, also nicht schlecht. Und das ist ja noch nicht fertig. Und das ist ja noch nicht fertig, Freunde. Mein Gott, mein Gott. Also ich mache jetzt meine gesetzliche Raucherpause, weil Madame hier ist jetzt gerade mit Grau beschäftigt und ich muss jetzt warten. Also die Frau darf arbeiten und der Mann geht einfach, der sitzt einfach draußen. Richtig. Das wollte ich nur klarstellen. Ich mache das alles alleine hier. Richtig. Ich mache alles alleine hier. Ja. Und ich hatte noch keine gesetzliche Raucherpause. Gibt's auch nicht. Aber das ist schon okay. Ja. War ja meine Idee. Ja. Selber schuld. Ja. Die Wand ist fertig. Wir haben es geschafft mit der netten Dame. Da kann Picasso einstecken. Da kann Picasso einstecken. Das ist unfucking fassbar, was wir da hier hergestellt haben. Bums. So sieht's aus. Was für eine schöne Wand. Wow. Mein Gott, ey. Als ob wir Mathematik studiert hätten. Soll ich angucken? Sieht schon nice aus. Nicht schlecht. So, und jetzt gehen wir einkaufen und was essen. Ja. I'm ready. Friends, also, das ist jetzt ein anderer Tag. Wir sind ja fertig mit dem Streichen gewesen. Also wir haben ja die Wand gestrichen. Und wir haben jetzt schon 2 Tage später, nachdem wir die Wand gestrichen haben. Wir sind jetzt gerade zu Hause. Wir waren jetzt ein bisschen einkaufen, weil ich habe das die ganze Zeit geheim gehalten, weil wir waren uns nicht sicher, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber ab morgen fahren wir nach Hamburg. Die nette Dame und der Markus waren wir zu dritt nach Hamburg für ein Wochenende und dafür waren wir ein bisschen einkaufen hier. Sieht man ein paar Getränke, ne? Auch ein bisschen Naschzeug hier, weil der Markus nascht gern während der Autofahrt. Ich habe das extra noch nicht nirgendwo gesagt, weil, wie gesagt, wir waren uns nicht sicher. Und wenn dieser Vlog hier rauskommt, sind wir schon in Hamburg. What the f***? Ärgerlich, ne? Die Aufnahmen für Hamburg, die kommen natürlich irgendwann danach, die Tage oder so. Ich habe ja noch Urlaub und vielleicht bin ich, wenn ich fix bin und schnell bin, kommen sofort die Vlogs auch raus. Genau. Um jetzt nur diesen Vlog hier abzuschließen, ne? Wir fahren nach Hamburg und ich sag mal, wir sehen uns die Tage und viel Spaß, haut rein und bleibt sauber.